mal, diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Ich gehe vor und sehe mich um.
Meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Hm? Eris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Eris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So. Eris, jetzt du. Alles klar. Dir auch. Weiter. Nichts. Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst? Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schlecken. Redet ihr über mich? Tun wir nicht. Vielen Dank. Ach, was?
darf es weitergehen. Finde ich auch. Ich bin bereit. Genug. Keine große Sache. Noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Oh, seht mal! Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, Alleskönner? Wasserablauf. Das muss es sein.
Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte, Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris, wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Was anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Geschafft! Großartig! Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Nicht meine Schuld. Und tschüss! Brenner! Volle Kraft! Feuer! Der Feind ist geschwächt. Bis hier und nicht wachsen. Ja. Keine große Sache. Jetzt wird aufgeräumt. Komm nicht dagegen an. Ich bin bereit. Verdammt! Bleib weg! Es wird Zeit! Keine kommt! Das wird so nicht. Und tschüss! Verschwende! Bis hier und nicht weiter. Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Cloud! Die machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Los! Ja! Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Aris. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Cloud! Schnell! Roger, der Vergeltungsschlag wird durchgeführt.
Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt, was? Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer. Auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich dir helfe. Genug! Oh. Schön gewonnen! Stimmen auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Mich kriegt keiner unter.
Genug. Verdammt! Bis hier und nicht weiter. Tschüss. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Wir haben das Bahndepot erreicht. Was zur Hölle? Dann los! Keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Hm.